Tanzen, als gäbe es kein Morgen. Feiern, als gäbe es keine Corona-Pandemie. Alle Sorgen ausblenden. Zum ersten Mal seit über einem Jahr ist Sola Schramm mit einer Freundin unterwegs. Es ist herrlich. Es ist herrlich. Das Warten hat ein Ende. Als hätten wir nie aufgehört zu tanzen. Sie feiern eine Corona-Party der anderen Art. Back to Life, zurück ins Leben heißt das Event, unter wissenschaftlicher Aufsicht von Andreas Voss. Der niederländische Chefepidemiologe versucht das Experiment bestmöglichst abzusichern. Das Leben ist nicht frei von Risikos, also ich kann nicht sagen, es ist null Risiko. Wir haben uns Bestes probiert, um es so niedrig wie möglich zu kriegen. Alle Teilnehmer hier heute sind in den letzten 48 Uhr mit einer PCR getestet. Außerdem müssen alle Partygänger, bevor sie die Halle betreten, noch einen Schnelltest machen. 12 Teilnehmer wurden positiv getestet. Für sie heißt es Quarantäne statt Party. Die 1300 Tickets für das Experiment waren heiß begehrt. Ich saß zitternd vom Rechner. Oh mein Gott, ich habe Tickets bekommen. Das erste Mal ausgehen seit anderthalb Jahren. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich bin super aufgedreht. Natürlich weiß man, dass es ein Risiko gibt, aber ich bin jung und gesund. In der Halle derweil schon Gruppengrölen. Eine kleine Gruppe Probanden vorab beim Spucktest im Schwarzlicht. Das ist Wasser, aber mit einem fluoreszierenden Zusatz, sodass man im Schwarzlicht sieht, wohin die Tröpfchen beim Singen so fliegen. Sieht giftig aus, ist aber harmlos. Wie weit und wohin Aerosole und gegebenenfalls Viren sich verteilen, kann so am besten dokumentiert werden. 3 Universitäten sind an dem Experiment beteiligt. Wir haben Gruppen mit und ohne Mundschutz und mit Gesichtsvisier, um zu vergleichen, wie weit Tröpfchen fliegen und was sie auffällt. Mundmasken sind hier sehr effektiv. Logisch. Der viel kompliziertere Teil sind die Bewegungsprofile aller Teilnehmer. Jede und jeder muss deshalb einen Sensor tragen. Das sind sehr kleine, leichte Dinger und damit zeichnen wir auf, wie oft die Besucher sich begegnen, wie lange und in welcher Entfernung. So bilden wir die Gruppendynamik ab. Das ist wichtig, weil im Moment alle Regeln und Entscheidungen nach Gefühl getroffen werden und wir dann endlich eine Datenbasis haben. In der Halle werden die Teilnehmer in Gruppen unterteilt. Einige müssen auf der Tribüne auf festen Sitzplätzen bleiben. Andere dürfen mitten ins Getümmel. Und wieder andere dürfen zwar tanzen, aber nur auf einem festgelegten Punkt. Allerdings, sobald die Party startet, die Beats wummern und der DJ der Menge einheizt, scheint das vergessen. Meine Gruppe hat keinen Abstand. Man sieht ja, es sind echt viele Menschen. Man kann also gar keinen Abstand halten. Manche tragen Mundschutz, manche nicht. Die genaue Auswertung all dieser Faktoren wird dauern. Aber erste Erkenntnisse haben Forscher Andreas Voss positiv überrascht. Die Tänzer bleiben in ihren Gruppen. Es gibt keine Vermischung. Das sind die Bubbles von Leuten, die da beieinander sein konnten. Die hatten ihre eigenen Toiletten, ihre eigene Bar, ihren eigenen Zugang. Es gab eigentlich theoretisch keine Mischung. Aber Sie sehen auch hier zum Beispiel, da ist eine Gruppe, die sich nicht völlig dran gehalten hat. Wir wissen, was das Lag war. Das sind wir auch hintergekommen. Wir wussten, dass wir das für zukünftige Events, was wir machen müssen, um das zu verhindern. Voss ist zuversichtlich, dass Großveranstaltungen möglich sind. Voraussetzung, Grüppchenbildung und engmaschige Tests. Und dann geht es nicht nur um die Rettung einer ganzen Industrie, das ist wirtschaftlich natürlich sehr nötig. Es geht vor allen Dingen auch über die Rettung, soll ich beinahe sagen, von der Gesellschaft, von uns allemal. Vor Corona waren 3 Leute pro Quadratmeter der übliche Schnitt für Stehplätze.
Wir wollen vor allem diese 1,5 Meter Abstandsregel überprüfen lassen, die hier in den Niederlanden gilt. Die ist katastrophal für unsere Branche. Für ein gesundes Geschäftsmodell brauchen wir mehr Besucher als nur die 25%, die jetzt zugelassen sind. Das gilt für alle Events, für Festivals, Konzerte, aber auch für Fußballspiele. Ihren Einsatz als Versuchskaninchen haben Sula Schram und die anderen Besucher jedenfalls total genossen. Oh ja, das habe ich vermisst. Endlich mal wieder feiern. 5 Tage nach dem Event wurden alle Probanden noch einmal getestet. Bislang sind keine Ansteckungen bekannt.